Vielleicht wurdest du schon mal dazu aufgefordert, im Internet oder auf der Straße eine Unterschriftenliste zu unterschreiben. Oft solltest du deine Anschrift und Unterschrift hinterlassen, aber ob diese Aktion, häufig Petition genannt, wirklich etwas im Parlament bewegt oder gar Beachtung findet, weißt du dann doch noch Wenn ihr nicht. sicher gehen wollt, dass euer Anliegen auch wirklich was bewegt, dann reicht eine Petition beim Hessischen Landtag ein. Dort wird zunächst geprüft, ob die Petition bestimmte Vorgaben erfüllt, und dann wird sie an die verantwortlichen Stellen weitergeleitet. Festgehalten ist dieses Recht in der Verfassung des Landes Hessen. In Artikel 16 heißt es hierzu: Jedermann hat das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen Anträge oder Beschwerden an die jeweilige Behörde oder die Volksvertretung zu richten. Und tatsächlich meint jedermann jede und jeden. Die einzige Voraussetzung für deine Petition ist, dass es eine Behörde des Landes Hessen oder es eine hessische Regelung betrifft. Und dabei ist es völlig egal, ob du im Land Hessen wohnst, volljährig bist oder die deutsche Staatsbürgerschaft hast. Das Einzige, was zählt, ist eine Unterschrift, deine Unterschrift für die Petition, damit der Petitionsprozess angeregt werden kann. Du kannst natürlich jetzt Unterschriften sammeln und gemeinsam mit anderen dein Anliegen klar machen. Das Wichtigste daran ist aber, dass jede Petition gleich behandelt wird. Zunächst bist du gefragt. Eine Petition braucht keinerlei Formvorschriften, sondern eine klare Zielsetzung. Sie muss von dir persönlich kommen und sie braucht deine Unterschrift und deine Adresse. Dies kannst du dann per Post oder auch online zum Hessischen Landtag schicken. Dort werden die zuständigen Ministerien dein Anliegen bearbeiten und eine Stellung dazu nehmen. Wenn erforderlich bzw. sinnvoll, kann es im Zuge des Petitionsverfahrens auch zu einem Ortstermin kommen. Hierbei schaut sich der Petitionsausschuss direkt vor Ort die Situation an, um sich ein besseres Bild davon machen zu können. In den Sprechstunden, die der Petitionsausschuss anbietet, ist es möglich, direkt mit einer oder einem Abgeordneten des Petitionsausschusses zu sprechen und zu erfahren, ob ein Anliegen als Petition behandelt werden kann. Hier könnt ihr auch Informationen zum Petitionsverfahren einholen. Wenn der Petitionsausschuss alle Informationen hat, die er für eine Entscheidung braucht, gibt er eine Beschlussempfehlung an das Plenum des Hessischen Landtages. Wenn der Hessische Landtag eine Entscheidung über deine Petition getroffen hat, bekommst du einen Brief, in dem du die Antwort mitgeteilt bekommst. Es ist wichtig zu wissen, dass durch eine Petition nicht sofort Maßnahmen eingeleitet werden. Sie greift auch nicht in ein gerichtliches Verfahren ein, was gerade läuft. Und was noch gesagt werden sollte, ist auch, dass sie gerichtliche Maßnahmen nicht revidieren kann. Auch in allen anderen Bundesländern und auch im Deutschen Bundestag ist es möglich, Petitionen einzureichen. Und auch hier könnt ihr euch sicher sein, dass euer Anliegen sorgfältig und gewissenhaft bearbeitet wird. Also nutzt dieses Instrument, wenn ihr der Meinung seid, dass sich in eurem Umfeld etwas verändern muss. Denn eine Petition ist euer direkter Draht in das Parlament.